Stefanie Obermoser und Lisa Ungerank sind derzeit zwei der besten Sportschützinnen Österreichs. Deshalb sind die beiden Top-Favoriten für einen Start bei den Olympischen Spielen 2012 in London. Um diese Chance nutzen zu können, geben die beiden einfach alles. Dazu gehört tägliches Training und das Bestreiten von Wettkämpfen an den Wochenenden. Wann trainierst du meistens? Meistens so dreimal die Woche, so Montag, Mittwoch und Freitag. Und meistens sind halt Samstag oder Sonntag die Wettkämpfe. Und halt nebenbei, dass ich vielleicht einmal das Techniktraining auslasse, das scharfe Training, und dafür Radl fahren gehe. Und ja, also meistens so zweimal noch oder dreimal noch Radl fahren. Also man kommt schon auf einiges. Und was ist zum Beispiel das Techniktraining? Zum Beispiel, dass man nur auf Zehntel trainiert oder nur schaut, wie man andrückt, dass man sich nur aufs Abziehen konzentriert. Oder dass man probiert, bei 5 Schuss 5 Zehner schießen, dass man halt etwas vornimmt. Dass halt schaut, dass die Technik alles passt. Der Aufbau vom Schuss und die Stellung, dass das halt passt. Auf einen Wettkampf vorbereiten tue ich mich in dem Sinn, dass ich versuche, also natürlich, wenn ich jetzt zu Hause bin, dann verbringe ich viel Zeit in der Natur, weil mir das einfach ein bisschen entspannt und ich gern langlaufen gehe. Aber ich denke jetzt nicht so direkt an einen Wettkampf, was will ich heute machen, was. Ich denke eigentlich so an gar nichts. Die richtige Vorbereitung auf Wettkämpfe ist ausschlaggebend für ihre erbrachte Leistung. Auch Pressetermine gehören zu ihren Pflichten als Sportler. Der Schützensport ist immer beliebter, auch unter den Jugendlichen. Vor allem die Mädchen erbringen sehr gute Leistungen. So schießt Lisa auch schon in der Damenklasse sehr erfolgreich, obwohl sie noch zu den Junioren gehört. Stefanie hat ihr Ziel bereits erreicht. Sie qualifizierte sich 2011 für die Olympischen Spiele in London. Für Lisa hat es knapp nicht gereicht. Ihr nächstes Ziel sind die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre Zukunft.